Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Formel 1 2017, unserer Karriere mit Toro Rosso. Und wir starten heute mal mit dem Update, und zwar upgraden wir die Heckflügel-Haupttragfläche. Das bedeutet einfach ein bisschen mehr Abtrieb hinten und Willkommen kannst du zum vielleicht großen leisten, Preis ein von bisschen weniger Spanien auf Flügel dem zu fahren. Circuit de Catalunya in Barcelona. In den nächsten Minuten werden die Teams hier auf dieser klassischen Strecke der Formel 1 erscheinen, um ein Training zu fahren, das hektisch werden könnte. Es gibt auf dieser Strecke also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto steigt? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. So, und dann springen wir auch schon rein hier. Und zweite Freitraining ist das übrigens, weil im ersten Freitraining habe ich dann gemerkt, ich habe die ganzen neuen Motorkomponenten drin und habe getauscht. Und ja, wir schließen jetzt aber auf jeden Fall die Streckenakklimatisierung, die Reifenverschleißteste und den Spritverbrauchtest mit Lila ab. Ziemlich locker. Das lief super. Und dann ja, gucken wir uns mal an, was wir für Punkte gekriegt haben dann nach dem zweiten Freitraining. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt haben wir natürlich am Anfang recht wenig Punkte durch das Upgrade eben. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Wir müssen einfach die Upgrade-Geschwindigkeit so halten, wie wir sie jetzt haben. Und dann werden wir auch Stück für Stück ein bisschen was aufholen. So. Drittes freies Training mit dem Strategietest abgeschlossen. Und sogar Pinks erste Mal, glaube ich, beim Qualifying-Test. Ne, in Sochi hatte ich es auch. Aber davor, glaube ich, noch. Ne, also jetzt zweimal in Folge Pink beim Quali-Test. Und da bin ich gespannt, wie es Qualifying läuft. Gucken wir uns doch mal unsere Ziele an. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Ja, also 12. werden uns Sainz Sollten wir schlagen, ja. Qualifying hier auf dem Circuit de Es wird Catalunya in schwierig, aber Barcelona geht im Training sah es trainingslos gut und wir aus. Aber haben bis ein jetzt war es immer prächtiges so, dass die KI Spektakel zu extrem stark erwarten. war im Qualifying. Und es gibt da auch einen Bug. Fahrer beschweren sich Und oft zwar, über wenn den man Reifenverschleiß die auf dieser Session Strecke zu und Ende die Mischungen springt, dieses also Wochenende wenn man werden das beenden Problem drückt, auch dann nicht wird die aus KI der nochmal Landschaft. deutlich schneller. Aber Wird es sich dadurch entscheiden, wessen ja, Reifen länger durchhalten? ich Man weiß nicht, braucht ob ein mir ist ausbalanciertes das noch nicht so Fahrzeug, da aufgefallen, weil es ich war fast einfach überall auf die Probe immer zu gestellt langsam wird. bis Viel jetzt, hatte ich Mühe das sollte in die Gefühl. Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Ja, gerade auf der Strecke vorne links. So, Ende unserer ersten Runde. War sehr zufrieden mit der Runde, die war richtig gut eigentlich, ohne Fehler. In 10, 20, 8. Okay, eine schlechte Zeit im Vergleich zum Training, aber ich habe es nochmal versucht und ihr seht, wieder eine gute Runde. Das bestätigt auch, dass das beides zwei gute Runden waren eigentlich. Tick besser, aber ja, über Platz 16 kommen wir vorerst nicht hinaus und dann rutscht man noch ins Ab und starten damit von 17. Gut. Habe ich zumindest zu dem Zeitpunkt noch gedacht und dann kam die Startaufstellung und ich habe mich ganz schön gewundert. Und zwar ist es so, dass ich das Getriebe ja wieder zurückgetauscht habe, also fürs Training, das alte genommen. Und das kann man anscheinend nicht machen. Also man muss wirklich 5 Rennen, alle Sessions hintereinander dasselbe Getriebe fahren und darf nicht ein altes Getriebe einbauen. Ich kenne es von echt andersrum, aber vielleicht irre ich mich auch einfach nur. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass viele Teams Freitag und ja, hauptsächlich Freitag noch altes Getriebe fahren und dann für Sonntag, für Samstag und Sonntag erst das Renngetriebe einbauen. Aber naja, im Spiel ist es anscheinend nicht so. Gut, kann ich es ohne direkt sagen, weil ich habe es an einem Samstag getauscht zwischen Qualifying und Rennen. Zwischen, Mann ey, zwischen dritten freien Training und Qualifying. Vielleicht darf man das einfach bloß nicht. So, unsere Strategie habt ihr gesehen. Zwei Stop. Und ja, am Ende der offenen Runde sagen, leg mal los, gleich von Platz 20 hier hinten vor uns. Wehrlein kommt überhaupt nicht gut weg, den schnappt man gleich mal. Links noch in Fern Honda und zwar Van Dorn, aber Bede sogar. Der hat jetzt auch ja, einen ganz schönen Power-Nachteil, da können wir dem auch vorbeiziehen und dann ein kleines bisschen reinbremsen uns. Ja, aber nicht allzu viel riskieren. Zwei Positionen bis jetzt gewonnen, ist schon ganz gut. Ganz schönes Übersteuern hier. Kann man aber alles noch locker abfangen und jetzt hier vor uns gibt es einen richtigen Stau. Wir haben Glück, wir sind innen und können gleich mal 4 Positionen gut machen bis auf 14 vor. Das hat uns sehr geholfen mit unserem Teamkollegen jetzt schon. Und das ist echt ziemlich praktisch, dass wir jetzt schon auf dem Niveau von Sainz sind, der sein Heim-Grand Prix bestreitet. So, ja,
erste Runde. Bildet sich schon wieder so eine kleine Schlange, aber es ist ja normal in der ersten Runde. Und ja, bis jetzt war das aber in vielen Rennen so. War immer ganz lustig eigentlich. Bin gespannt, wie es jetzt aussieht. So, also Magnussen hinter uns. Ja, die Haas haben ganz schön abgebaut, habe ich das Gefühl. Also Grosjean war ja, glaube ich, in Melbourne 5. sogar oder 6. Und in China waren sie auch beide richtig gut. In Bahrain weiß ich halt gar nicht mehr, aber jedenfalls im Moment geht gar nicht, habe ich das Gefühl. Bei denen, gut, das ist auch nicht unbedingt eine Strecke, auf die ihnen liegen sollte, weil der Haas ist eher, ja, auf Strecken mit vielen Geraden ganz okay durch den Ferrari-Motor im Spiel. Hat auch nicht so eine gute Aerodynamik. Also wenig Anpressdruck. So. Springen wir jetzt hier mitten in die zweite Runde. Anfang zweiter Sektor. Ihr seht's, ja, vor uns wird der Teamkollege ein bisschen aufgehalten. Ich versuche einfach mal außen die Nase daneben zu stecken. Leichtes Übersteuern. Jetzt bin ich, ja, innen reingekommen für die Kurve. Kann man echt super überholen, finde ich, bei der Kurve. Also das ist auch ein Assetto Corsa. So, da kann man immer gut reinbremsen sich. So, dann, ja, Runde 3 jetzt endet, der S ist aktiviert, Anfang Runde 4. Und ja, wundert mich eigentlich, dass ich hier so locker, was ist locker, jetzt mit der S möchte man schon vorbeikommen, aber trotzdem, so stark ist der Force India in der Geraden, habe ich das Gefühl. Ich fahre nämlich mit viel Abtrieb, muss man dazu sagen. So, aber hier sieht man es jetzt noch besser, er hat Windschatten und der S und er macht trotzdem nur wenig gut, aber ja, Windschatten bringt auch nicht so viel in der S. Gut, das ist egal, ob das was bringt, aber wir haben es ja beide, aber. Windschatten bringt recht wenig, also realistisch ist der Windschatten vor allem einigermaßen und das ist ziemlich geil und ja, wir können auf dem Geraden sogar fast mithalten mit der KI auf jeden Fall. Möglicherweise fährt die nicht einfach Standard-Setups. So, Runde 8, ihr merkt, ist immer noch so eine kleine Schlange hier und vor uns, weil der gerade eben vor uns war, Massa, der bremst sich und ja, ich kann das ausnutzen und gehe dann vorbei. Wir haben auch eine gute Pace, anscheinend besser als die ganze Gruppe hier. Sieht gut aus und ja, im Training lief es ja auch immer alles gut, alle Programme locker geschafft sogar, mit Lila alle und deshalb habe ich mir auch einige Hoffnungen gemacht und das war ja generell mein Plan, für Barcelona gut aufgestellt zu sein mit dem Getriebewechsel in Sochi und sowas. Bis jetzt zahlt sich's aus, so auf 9 jetzt schon vorgekommen, an Palma vorbei und dann jetzt hier Runde 10, ja, vor uns Hülkenberg und Perez müsste das sein, oder ist das ein Williams? Ja, es ist ein Williams, glaube ich. Also, müsst ihr verzeihen, dass ich sie so gut erkenne. Ich habe hier bloß immer einen halben Bildschirm beim Kommentieren. So, aber ihr habt gesehen, ich habe hier im dritten Sektor versucht, außenrum bitte mich zu behaupten, aber an der Stelle kann man halt nicht überholen. So, Runde 11. Jetzt versuche ich es eh eine Kurve später. Und zwar hier einen schönen Reinbremsmanöver, Divebomb. Und das geht gut. An der Stelle kann man auch gelegentlich überholen, wenn man nah genug dran ist. Gab es in echt ja auch schon einige Manöver. Meistens ist es. Ja, eher mit Kontakt geendet, aber hier lief es jetzt kurz so, Runde 13. Hinter uns Massa hat einen riesen Run und ich wollte da einfach vorbei, vor uns an Stroll und ja, drückt Massa ein Stück nach innen. Ich denke, es war auch ganz okay, also es ist ja für Massa auch nicht schlecht ausgegangen. Jetzt gucken wir uns das nochmal aus Massas Perspektive an. Er lässt uns da mehr oder weniger keinen Raum und ich bin noch mit der Nase vorne, da habe ich gesagt, ja, probieren wir mal. Vielleicht reagiert er ja und ja, war eine leichte Berührung, aber es war nichts Schlimmes und im Endeffekt ist gut ausgegangen, ein aggressives Manöver da. So, Runde 19, Verstappen fällt aus, links, dadurch war meine Position gut und gehen vorerst auf Platz 6 sogar vor. So, jetzt Runde 20, wir fahren an die Box, planmäßig und im Moment sind wir ja ein bisschen zwischen den Top-Teams und dem Mittelfeld, also ja, es sieht erstmal nicht allzu... Es sieht nicht danach aus, dass wir halt allzu viele Fights haben, aber wir werden schon noch mit ein paar Gegnern was zu tun haben, kann ich euch verraten. Oder zumindest mit einem. So, Boxenstopp, läuft alles gut. Kommt noch ein Renault und zwar Palma auch mit rein. Ja, die Renaults gehen hier auch gut. So, und wir kommen jetzt hinter Perez raus. Der wird jetzt unser Rivale sein, kann ich euch verraten. So, ja, Runde 36 ist das jetzt, glaube ich, hier schon oder sowas. In etwa, kurz vor dem zweiten Boxenstopp und Ricciardo, beide Red Bulls damit raus. Ganz schön heftig. Aber die haben ja sowieso dieses Jahr extrem viele Probleme mit Zuverlässigkeit. So, ihr seht, wir sind die ganze Zeit in Perez dran geblieben und er kommt rein und ich komme eine Runde später rein. Eigentlich ein bisschen verfrüht, aber ich wollte nicht, dass er einen großen Undercut kriegt und ich habe in der Runde richtig gepusht. Ich habe gehofft, vielleicht einen Overcut vorbeizukommen. Und ja, werden wir sehen, ob es sich auszahlt. Es war auf jeden Fall eine super Runde eigentlich. Ziemlich schnell hätte ich sie fahren können, hatte ich das Gefühl.
und war auch sauber, ohne Fehler. Jetzt kommt es auch darauf an, wie Paris seine Outlap hatte, ob er Verkehr hatte. Und ja, jetzt sind wir beim Boxenstopp. Mediums, letzter Stop. Und damit durchgefahren jetzt. Und jetzt werden wir gleich sehen, wo Paris kommt. Das nächste Auto ist er, ja, und ja, ihr seht's, er hat sogar ein Stück Abstand gewonnen. Einfach die neuen Reifen konnte er nutzen. Und da hat es auch nicht genutzt, eine super Runde zu fahren. So, es ist jetzt länger nicht passiert. Es ist jetzt, glaube ich, schon Runde, um die Runde 60. Und Paris hat einen Platten, der hat sich auch langsam abgesetzt von uns. Deshalb gab es auch nicht viele Bilder. Es war halt auch doch, muss ich zugeben, ein recht einsames Rennen für mich. Und damit sind wir dann bis auf 6 vor. Und jetzt in der letzten Runde ohne Konkurrenz. Da war ich unkonzentriert, dann verbremst mich nochmal, geht ins Kiesbett. Es sieht schön aus, eigentlich, muss ich sagen. Wie der Staub aufgewirbelt wird, wie die Reifen ein bisschen dreckig werden. Also können wir nochmal da in die Effekte reinschnuppern. Dank eines Fehlers von mir in der letzten Runde, der aber ja überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Wir haben, glaube ich, fast einen Boxenstopp auf Sainz Vorsprung gehabt. Und ja, zu Massa hat auch ein ganzes Stück Rückstand. Können wir jetzt sehen. Gut, das hat sich jetzt natürlich 5 Sekunden vergrößert in etwa, aber ihr seht, das war auch ein Boxenstopp. Also, seit Paris raus war, gut, das ist erst ein paar Runden her, aber seitdem habe ich wirklich überhaupt keine Konkurrenz mehr gehabt um Platz 6. Und ja, Platz 6 ist auf jeden Fall ein richtig starkes Ergebnis, aber ja, es war nicht nur so, dass ich die KI zu leicht eingestellt hätte, denn Sainz bestätigt ja, dass das Auto hier einfach geht und dass die KI einigermaßen passend eingestellt war. So, und jetzt hier wollte ich noch gemeinsam mit dem Sieger ins Ziel fahren. Ich war nämlich fast 2 Runden zurück, der war hinter uns, und dann habe ich ja diesen Ausritt ins Kiesbett gehabt, und da hat er dann, obwohl er schon im Ziel war, uns mehr oder weniger eingeholt. Und ja, da wollte ich halt zum Spaß neben ihm ins Ziel fahren und damit Klubsverei können. Ja, gewinnt er halt das Rennen. Stefan, nee, Vettel war es, gut. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach. Gab sogar ein virtuelles Safety Car, ne, als Ricciardo ausgefallen ist, aber da ist halt auch nicht viel passiert. Es war echt ein recht ruhiges Rennen, sehr erfolgreich und sinnvoll für uns, oder sinnvoll, ja. Ja, es hat schön viele Punkte gebracht, 8 Punkte an der Zahl, da sind wir jetzt bei 10. Das ist sehr gut. War ein geiles Rennen. Ferrari Doppelsieg. Bottas wird Dritter. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. So, ja, eine meiner Lieblingshymnen. Die Formel 1 Podiumshymne. Auch wenn ich sie vielleicht nicht gut pfeifen kann. So, ja, 6 und 7 für Toro Rosso, super Rennen. Wir waren, es gab bloß 2 Autos, die innere Runde zurückwandern. Das war ziemlich heftig. So, also ihr seht, 10 Punkte jetzt, auf Platz 11 vorgeklettert. Sainz klettert auf 14 vor. Holt seine ersten Punkte in der Saison. Und wir kriegen sogar Driver of the Day, das finde ich cool. Sehr schön war das. So, gucken wir uns mal an, was wir für Punkte kriegen. Das sieht auch gut aus. Da sind wir jetzt schon wieder über 500. Das ist ein sehr lukratives Wochenende gewesen, kann man sagen. Oder ja, mehr oder weniger optimal eigentlich. Und selbst in der Rivalität, ja, habe ich gedacht, machen wir ein paar Punkte gut, aber machen wir nicht. Aber das ist ja jetzt schon so nah an der 30, dass ich das wohl nicht mehr schaffen werde. Hier machen wir gut, das ist recht wichtig. Und auch unten, das ist gut. Ja, es fällt mir generell schwer, hier nach vorne zu kommen bei diesen Wertungen da. Also da muss man schon immer die Erwartungen erfüllen. So, das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gezeigt hatte. Der Fortschritt in der Kernkompetenz kriegt man immer, wenn man irgendwas erfüllt. Unten steht immer, was man braucht. Schließe 3 historische Einladungsevents ab. Und das ist auch mit diese interessanteste Sparte hier, nämlich die Upgrade Pace. Da werden die kleinen Updates von 2 Wochen auf eine verringert. So, und dann mache ich hier auch nochmal zum Schluss, nutze ich unsere Punkte und mache die Qualitätskontrolle vom Chassis besser, und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Chassis-Upgrade wird auch eins der nächsten sein, denke ich, oder das nächste. Und werden wir sehen, wo es das gibt. Hoffentlich seid ihr dann wieder mit dabei, und danke fürs Zusehen. Ciao, macht's gut.